Guten Morgen, Leute. Sonntag, 14. November. Und wir sind unterwegs zum Elephant Village. Mal sehen, wann ich überhaupt dazu komme, das Video zu bearbeiten. Viel um die Ohren momentan. Das Elephant Village befindet sich in der Nähe von der kleinen Tempelanlage, die ich schon mehrmals aufnahm. Hier rechter Hand. Und wir kommen von hier runter. Ich empfehle euch den Weg über die Tempelanlage. Zumal, wenn ihr mit dem Moped unterwegs seid. Das Village ist recht gut ausgeschildert, selbst auf den letzten Metern, muss man sagen. Auch nicht immer gewährleistet. Kai hat schon wieder Angst vor Hunden. Da liegen wieder drei von den Hunden rum. Und alles sich bewachsen hier im vorderen Bereich. Ich bin ja auch ein bisschen vorsichtiger geworden mit den Hunden. Und hier ist ein kleines Café. Direkt im vorderen Bereich hat sogar geöffnet. Die Rückseite vom kleinen Café, da werden wir uns nachher mal einen Kaffee trinken. Und hier geht es zu einem kleinen See runter oder zu einem kleinen Teich. Da dürfen die Hunde sich einbuddeln bei heißem Wetter. Kai hat wieder was gefunden zum Spielen. Guck mal, was hier los ist mit Hunden, Leute. Überall Fußtritte von Hunden. Ja, ich schimpfe da, weil ich so dicht ans Wasser rangehe. Na, allzu sauber ist das nicht. Schwimmen auch Öllachen oben drauf, muss ich sagen. Auch so eine Höhle. Keine Ahnung, was die Hunde da suchen. Überall hier. Das sind ja wieder mal Sachen, die ich mag. So kleine, außergewöhnliche Cafés. Kai guckt gerade nicht, da kann ich mal hier langs laufen. Ja, viel weiter geht es auch nicht. Aber ist hier Platz, wenn man mal relaxen will. Und der kleine See, der scheint da hinten in einem kleinen Kanal zu münden. So, und jetzt sind wir im direkten Eingangsbereich hier. Schön friedlich bleiben, Doggy. Bobby! Bobby! Da gibt es auch noch ein kleines Restaurant, ist aber geschlossen scheinbar. Und kann man Futter für die Elefanten kaufen. Und Fischfutter. Tun wir heute mal ein gutes Werk, füttern die Elefanten ein bisschen. Kostet 100 Baht so ein Körbchen voll. Doggies denken auch, sie können ein bisschen was abgreifen. Jede Menge von den Burschen hier. Da wird privat ein bisschen was gekuschelt, so wie ich das sehe. Und da stehen auch noch viele Bananen rum. Als Elefantenfutter dürfte so um die 1000 Watt kosten, denke ich mal. Und hier muss ich noch ein bisschen voll sein. Hier läuft Musik im Hintergrund. Kai traut sich wieder nicht. Älterer Bulle zu sein da. Komisch, ob man den separat hält. Vielleicht ist er ein bisschen kampflustig. Noch einer, der da vollkommen alleine steht.
Kai fragte gerade mal, also der Bursche, der hier vorne steht, der ist 30 Jahre alt. Lang denn. Ah, Kai, wieder euer Späßchen. Da wird nochmal Futter angeliefert. Die sagt mir jedenfalls, dass die Elefanten das essen. Und so wird das Ganze abgeladen. Ratz, ratz. Wir trinken mal ein Käfchen hier. Close every Wednesday. Ich persönlich habe ein etwas gespaltenes Verhältnis zu diesen Elephant Villages. Ich sage das mal in Ayuta ja, an einem Wochenende, Samstag, Sonntag also, da haben sie auch so ein Camp, ein Village, und da mussten die Elefanten die Touristen durch die Gegend schaukeln und das auf Asphalt durch den kleinen Bereich vor dem Village bei hohem Verkehrsaufkommen und bei entsprechend viel Verkehrslärm. Ich denke mal, es ist kein artgerechtes Halten der Tiere. Und hier sieht das schon ein bisschen besser aus. Hier kann man anscheinend auch auf den Tieren reiten. Aber nur hier im Dschungel und da hinten ist auch so ein kleiner Trail. Und denke mal, dass das hier dann doch etwas besser geregelt ist als in Ayuta, ja. Ansonsten gibt es ja zweierlei dieser Camps. Einmal, wo die Touristen ja, mehr oder weniger angezogen werden sollen dadurch. Und dann gibt es auch Camps oder Villages, in denen die alten Arbeitselefanten ihr Rentner-Dasein fristen sozusagen. Die sind mir dann wesentlich angenehmer. Die werden auch nicht mehr für diese Reiterei hinzugezogen. Ich muss allerdings sagen, gefällt mir nicht schlecht hier. Die ganze Umgebung. Jo, da kam der Americano, kostet pro Tasse 60 Baht. Der möchte adoptiert werden. Ob sich ein Ausflug ins Elephant Village lohnt, muss jeder individuell für sich selber entscheiden. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. Ja Leute, am heutigen Dienstag nochmal ein kurzer Nachtrag zum Elephant Village. Wir unterhielten uns noch mit den Leuten off-cam und ja, kommen weniger Touristen nach Hua hin. Und dementsprechend auch weniger Besucher ins Elephant Camp. Und die haben momentan ziemliche Schwierigkeiten, sich zu finanzieren, die Elefanten mit Futter zu versorgen. Wie sie uns sagten, und auf irgendeiner Plattform, ich weiß jetzt nicht wo, ob Twitch ist oder wo, auf jeden Fall versuchen sie damit ein bisschen Geld zu machen. Sieht also nicht so ganz rosig aus. Auch der Betreiber von einem kleinen Café hat seine liebe Mühe, sich da über Wasser zu halten. Und benutzt bitte nicht die offiziell ausgeschilderte Zufahrt zum Elephant Village auf der Rückfahrt. Da hätte ich mich bald mit meinem Hobel hier auf die Nase gepackt, weil durch die heftigen Regenfälle sind da erhebliche Spurrillen. Ist nicht ganz einfach, gerade mit so einem Big Bike hier, da lang zu fahren. Seid vorsichtig, wenn ihr da hinfahrt.